Spiegeleier, Würstchen und Speck, Blutwurst, Tomaten und Champignons und gebackene Bohnen. Das Full English Breakfast, das englische Frühstück, ist ein Klassiker der britischen Küche. Die renommierte Leith School of Food and Wine in London. Hier lernen Nachwuchsköche, wie man ein typisches English Breakfast zubereitet und warum es in der britischen Küche fest verankert ist. Die Schweinezucht hat eine lange Tradition in diesem Land. Und das English Breakfast basiert auf dieser Tradition. Darum sind Würstchen und Speck die wichtigsten Zutaten. Das englische Frühstück entstand in den großen Landhäusern, wie wir sie aus der Fernsehserie Downton Abbey kennen. Und es bestand aus einer Reihe verschiedener Gerichte. Es war ein opulentes Mahl, um den Wohlstand der Familie zu zeigen. Am besten genießt man sein Frühstück zu Hause. Und wenn man auf Reisen ist, sollte man sich ein richtig gutes Bed and Breakfast suchen. Dort bekommt man das beste English Breakfast. Eine solche Frühstücksoase ist das Tower Hill Bed and Breakfast. Es liegt nur 15 Minuten vom Londoner Stadtzentrum entfernt und ist bekannt für sein English Breakfast. Inhaberin Lydia Campbell sorgt selbst dafür, dass ihre Gäste ein traditionelles englisches Frühstück bekommen. Viele bestellen es, auch wenn es nicht mehr wirklich zum heutigen Lebensstil passt. Damals, als dieses Frühstück entstand, brauchten die Menschen ein reichhaltiges Gericht am frühen Morgen. Es gab nur zwei Mahlzeiten am Tag, das Frühstück und das Abendessen. Und dabei musste man so viele Kohlenhydrate und Kalorien wie möglich zu sich nehmen. Die Zutaten sind seit Jahrhunderten gleich geblieben, obwohl heute eher Kaffee als Tee dazu serviert wird. Das English Breakfast ist zu einem britischen Markenzeichen geworden. Am traditionellsten ist die Variante mit Blutwurst. Die Blutwurst hat eine interessante Konsistenz, schmeckt aber im Grunde einfach nach Fleisch. Ich komme aus Deutschland. Normalerweise esse ich unser typisches Frühstück mit Brötchen und Wurst. Ich bin aber hierher gekommen, weil ich ein traditionelles, hausgemachtes English Breakfast probieren wollte, mit allem drum und dran. London ist die meistbesuchte Hauptstadt der Welt. Und ich weiß, dass das English Breakfast für den Tourismus eine Rolle spielt. Viele der Touristencafés bieten es an. Man findet es aber auch in den eher schicken sogenannten Gastropubs. Ihre Version vom English Breakfast liegt voll im Trend. Natural Kitchen ist eines dieser Gastropubs, die eine gesündere Variante des Frühstücks anbieten. Es liegt im Tower Hill Viertel im Osten Londons. Hier können die Gäste sogar eine vegetarische Version bestellen. Die meisten traditionellen Zutaten sind dabei, aber statt Würstchen und Speck gibt es Spinat dazu. Koch Wladimir Bukreev will damit den Geschmack von heute treffen. Ich passe mich den Bedürfnissen der Kunden an, weil sie viel Wert auf gesundes Essen legen. Deshalb haben wir ein Menü mit neuen Zutaten entwickelt, die je nach Saison variieren. Das vegetarische English Breakfast schmeckt aber nicht allen Gästen. Do we look like vegetarians? Sehen wir aus wie Vegetarier? Ich komme eher für Geschäftsessen hierher. Aber wenn man ein ganz typisches English Breakfast will, dann muss man raus aus dem Bankenviertel. Wenn ich mit Freunden ein richtiges altmodisches Frühstück essen wollte, würde ich immer in ein ganz einfaches Lokal gehen. In eines wie das Astro Star Café im Londoner Stadtteil Whitechapel. Hier ist das English Breakfast so beliebt, dass es den ganzen Tag lang serviert wird. Der Laden ist immer voll. Die meisten Kunden kommen aus der Nachbarschaft. Das ist sehr lecker und sein Geld wert. Und man ist in guter Gesellschaft. Das English Breakfast. Ein Frühstück mit rund 1000 Kalorien. Also nichts für jeden Tag.